Fluffuluff ist ein Pokémon mit den Typen Normal und Fee, existiert seit der zweiten Spielgeneration und vor Veröffentlichung der sechsten Spielgeneration besaß es ausschließlich den Typen Normal, erst danach kam der Typ Fee hinzu und Pummeluff kann sich entwickeln, welches sich dann wiederum zu Knuddeluff weiterentwickelt. Fluffuluff ist ein kleines zweibeiniges Pokémon, das rosa auftritt. Es besitzt einen kugelrunden Körper, der praktisch nur aus einem Kopf besteht. Und es hat zwei große runde Augen, die aus kräftig magenta gefärbten Lederhäuten und schwarzen Pupillen besteht. Auf der Stirn ist ein schwarzer Kringel zu sehen. Durch den kleinen Mund wird das Gesicht vervollständigt und auf dem Haupt wächst eine kleine dreiteilige Haartolle. Vorne befinden sich dann noch die beiden kurzen Arme und unten wachsen die beiden ebenfalls kurzen Füße. Und in seiner shiny Form ist Fluffuluff in einem dunkleren Rosa gefärbt. Wie alle Baby-Pokémon erlernt Fluffuluff nur sehr wenig Attacken und nur ein bis zwei Nicht-Status-Attacken. Tatsächlich ist seine einzige Nicht-Status-Attacke Fund. Außerdem erlernt Fluffuluff 5 weitere Status-Attacken, die seinen süßen und kuscheligen Charakter widerspiegeln, wie zum Beispiel Charme und Bitterkuss. In Fluffuluffs Pokédex-Einträgen heißt es zudem, dass es pausenlos singt, um seine Gesangskünste zu verbessern. Entschuldigung. Das wird durch die Attacke Gesang dargestellt. Fluffuluffs Charakter wird auch durch die Fähigkeit Schambolzen ausgedrückt, die viele Exemplare besitzen. Diese Fähigkeit sorgt dafür, dass der Gegner zu einer 30%igen Wahrscheinlichkeit in den Anziehungsstatus verfällt, wenn er vom anderen Geschlecht ist und den Kontakt herstellt. Andere Exemplare besitzen die Fähigkeit Unbeugsamkeit, die Fluffuluffs Spezialangriff um 2 Stufen anhebt, wenn ein Statuswert gesenkt wird. Selten besitzen Fluffuluff die versteckte Fähigkeit Freundeshut, die dafür sorgt, dass verbündete Pokémon 25% weniger Schaden in Mehrfachkämpfen erleiden, solange Fluffuluff aktiv am Kampf teilnimmt. Fluffuluff sind sehr weiche und kuschelige Pokémon, da sie aufgrund ihrer kurzen Beine nicht laufen können, rollen sie sich zunächst, bis sie ins Hüpfen geraten. Springen Fluffuluff erstmal herum, kann man sie nicht aufhalten, wenn sie es nicht wollen. Fluffuluffs Körper ähnelt einem Marshmallow unter anderem wegen des süßlichen Duftes, welcher er verströmt. Dieser Duft beruhigt ihn angeblich und auch die Emotionen aller Gegner und Fluffuluff versuchen ständig ihre Gesangskünste zu verbessern. Daher üben sie pausenlos. Selbst wenn sie schlafen, singen sie in ihren Träumen weiter. Obwohl Fluffuluff das Singen lieben, sind sie noch nicht sehr gut darin. Lobt man sie jedoch regelmäßig, verbessern sich ihre Gesangskünste jedoch nach und nach. Da Fluffuluffs Stimmbänder noch nicht voll entwickelt sind, schmerzt ihm die Kehle, wenn es zu viel singt. Als Trainer sollte man daher darauf achten, dass Fluffuluff gezielte Pausen einlegt. In freier Wildbahn gurgelt Fluffuluff mit Süßwasser aus einem sauberen Fluss, um die Schmerzen zu lindern. Singt Fluffuluff mit voller Stimme, ändert sich ihre Körperfarbe zu einem intensiven Pink. Angeblich soll der Gesang von Fluffuluff und seinen Entwicklungen eine einschläfernde Wirkung haben. Obwohl Fluffuluffs Entwicklungen nahezu in jeder Region in freier Wildbahn leben, ist Fluffuluff nur auf der Insel Akala in der Alola-Region heimisch. Dort kann man es nur finden, wenn die Sonne scheint, das heißt nicht nachts. Der einzige andere Ort, an dem man Fluffuluff in freier Wildbahn findet, ist der Trophäengarten des Pokémon-Landguts in der Sinnoh-Region, da Fluffuluff exakt im Auftrag des Besitzers des Anwesens gezüchtet wurden, um in diesem Garten zu leben. Fluffuluff ist ein Baby-Pokémon und besetzt seit der zweiten Generation diese Stufe in der Evolutionsreihe von Pummeluff und Knuddeluff. In den Spielen erreicht Fluffuluff seine Basisform Pummeluff, wenn es genügend Zuneigung zu seinem Trainer sammeln konnte und im Anschluss einen neuen Level erreicht. Fluffuluff selbst ist unter anderem durch eine einfache Zucht seiner Weiterentwicklungen erhältlich. Die Entwicklung von Pummeluff zu Knuddeluff wird durch einen Mondstein ausgelöst. Bei der Entwicklung von Fluffuluff zu
Nee, von bei der Entwicklung von Pummeluff zu Knuddeluff nimmt Pummeluffs Körper deutlich an Größe zu. Dabei werden seine Ohren spitzer und seine Körperform wird deutlich ovaler. Zudem wird die Fellfarbe etwas heller. Fluffeluff zeigt bereits Grundzüge von Pummeluff und Knuddeluff, allerdings noch in einem frühkindlichen Stadium. Bei der Entwicklung von Fluffeluff zu Pummeluff bilden sich Fluffeluffs Proportionen deutlich aus und die Augenfarbe wechselt von Rot zu Blau. Aus Fluffeluffs Haaransatz entsteht bei der Entwicklung eine Haarlocke, zudem bilden sich bei dieser Entwicklung Ohren aus. Nun gilt es noch, die beiden Typen zu unterscheiden, denn in seiner normalen Form, also in seiner Form, wo er nur den Typ normal hat, zweite bis fünfte Spielgeneration, ist es immun gegen den Typ Geist, nimmt doppelten Schaden gegen Kampfattacken und der Rest macht normalen Schaden. Ab der sechsten Generation bekommt er dann ja noch den Fee-Typen hinzu. Dort ist er dann immun gegen Geist- und Drachenattacken, nimmt halben Schaden gegen Käfer- und Unlichtattacken, doppelten Schaden gegen Gift- und Stahlattacken und der Rest macht normalen Schaden.